Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier und heute kommt, wie versprochen, mein Video über meine Top 5 Mario Speedrun Kategorien, Leute. Und das wird wirklich richtig phänomenal, ihr müsst dranbleiben, das wird wirklich gleich richtig krass, was ich euch zeige. Und zwar schon vor einigen Jahren habe ich Speedrun so für mich entdeckt und ich kann wirklich normale Let's Plays fast gar nicht mehr konsumieren. Ich bin wirklich auf den Speedrun-Trichter gekommen und wenn man wirklich einmal da reinrutscht, dann kommt man nicht mehr davon weg. Und da ich ja einen Nintendo- bzw. Mario-Kanal habe, habe ich mir gedacht, meine Top 5 Mario Speedrun Kategorien werde ich euch heute zeigen, Leute. Denn die Mario-Spielreihe ist auch im Speedrun. Run-Sektor immer noch ein beliebtes Thema, was dort abgehandelt wird, beziehungsweise dass viele Runner entscheiden sich einfach für Mario-Games, weil sie populär sind, weil sie einfach Spaß machen und weil dort, was das Ausreizen des Runs angeht, ist bei Mario-Spielen oft immer noch ein paar Sekunden zu holen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, Leute, lehnt euch zurück. Sollt ihr noch kein Abonnent sein, abonniert den Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ich würde mich echt darüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, lasst uns beginnen. Viel Spaß! Auf Platz 5 wirklich eines, wenn nicht das beliebteste 2D-Super Mario, und zwar Super Mario World. Und zwar da nicht irgendein Speedrun, nicht irgendeine Kategorie, sondern die Zero Exit bzw. die Credit Warp Kategorie, Leute. Das ist einfach sowas von phänomenal, weil man kann Super Mario World innerhalb von 41 Sekunden durchspielen, beziehungsweise ist das der Weltrekord. Der wurde vor 25 Tagen geholt von einem Brasilianer namens Furious und ich habe euch mal eingeblendet, Leute, ein Speedrun, der so schnell zu absolvieren ist. Das ist wirklich nur eine Aneinanderkettung von Glitches, um letztendlich durch einen Glitch die Credits hervorzurufen und damit ist dann der Timer auch beendet, beziehungsweise es ist wirklich ein Credit Warp. Ihr seht es hier eingeblendet, wie das funktioniert. Fragt mich nicht, wie man das genau macht, aber ich finde es einfach sowas von erstaunlich, dass man das Spiel in 41 Sekunden wirklich durchspielen kann zu den Credits und dass hier auch fast in Monatstakten immer noch ein neuer Weltrekord geholt wird. Finde ich auch ziemlich cool. Ein weiterer richtig knackiger, schneller Speedrun ist wirklich mit wohl dem beliebtesten und bekanntesten und berühmtesten Speedrun-Spiel überhaupt, Super Mario 64, was immer noch auf speedrun.com über 135 aktive Spiele hat. Mehr als Super Mario Odyssey sogar. Deswegen Super Mario 64 ist einfach das Speedrun-Spiel und da gibt es eine Kategorie, die heißt Zero Stars und auch wieder, man kann das Spiel innerhalb von 6 Minuten und 41 Sekunden absolvieren, Leute. Und das wurde auch wieder vor 5 Tagen erst geholt, der Rekord. Das muss man sich mal reinziehen, dass dort immer noch aktuell Leute den Weltrekord brechen, den es schon jahrelang gibt. Also die Speedrun-Kategorie ist jahrelang und es werden hier immer noch neue Rekorde gebrochen, weil der zweite Platz bei dieser Kategorie Zero Stars ist schon über 2 Jahre alt. Und jetzt ist einem Amerikaner namens Drozdowski es gelungen, die Zero Star-Kategorie mit 3 Sekunden sogar zu überbieten. Und zwar seht ihr das hier eingeblendet, einfach auch wieder eine Aneinanderkettung von Glitches und es sieht einfach sowas von geil aus, um ehrlich zu sein. Und es ist wirklich die Perfektion schlechthin, also dieser Run, alleine wie er das Bowser-Level durchrennt, Leute. Und das ist kein THS-Bot, das ist einfach ein Mensch, das ist sowas von phänomenal, Leute. Und deswegen muss einfach dieser Run mit in diese Liste. Natürlich sind die 100%-Runs von Mario 64 noch ein bisschen krasser anzugucken, aber dennoch finde ich die Kategorie Zero Stars einfach sowas von verlockend, weil das Spiel besteht nun mal darin, Sterne zu sammeln und sie machen es einfach ohne. Mario Kart 8 Deluxe, Leute. Ein geiles Spiel, wo es auf Schnelligkeit ankommt, auch schon so im Spiel. Aber ihr müsst euch mal unbedingt einen Speedrun reinziehen. Und zwar dort in der Kategorie Nitro Tracks hat schon vor über ein Jahr ein Spieler den Rekord geholt. Und zwar sogar einer aus Deutschland, Leute. Es ist phänomenal. Und zwar ein Spieler namens Leo_OO mit einer Zeit von 40 Minuten und 51 Sekunden. Und zwar mit Items 150 CC, Leute. Und da ist nämlich auch der Punkt. Mit Items ist natürlich ein kleiner Faktor, ein kleiner Glücksfaktor immer dabei. Aber man muss dazu sagen, dass erst gestern jemand sich auf den zweiten, also ein Amerikaner auf den zweiten Platz sich hochgedrückt hat, aber Leo ist immer noch über eine Minute schneller als der zweite Platz und er hat das vor über ein Jahr aufgestellt, was einfach extrem krank ist, Leute. Und ihr seht ja hier eingeblendet, wie krass dieser Leo fährt, also echt geiler Typ. Allgemein bei Mario Kart 8 Deluxe sind viele deutsche Runner vertreten, was ich einfach richtig cool finde. Auf jeden Fall ein Speedrun, den man sich auch mal richtig schön beim Essen oder beim Einschlafen abends nochmal reinziehen kann. Auf Platz 2 bei meinen Lieblings-Speedruns habe ich einfach Super Mario Bros. 3. Ich finde es einfach sowas von krass, wie dieser Run läuft, Leute. Ihr seht es hier eingeblendet. Man holt sich erstmal diese komischen Flöten, die wirklich unmöglich versteckt sind und die überall als normaler Spieler zu finden. Man muss es wirklich wissen. Diese Warp-Flöten. Und dann in Welt 7.1 mit einem weiteren Glitch am Ende glitscht man sich da durch. Auch wieder zu den Credits. Also es ist fast schon ein Credit-Warp. Der Rekord ist in Frankreich zurzeit. Mit 3 Minuten und 4 Sekunden kann man das Spiel durchspielen. Auf der originalen Konsole, auf der NES. Einfach so mit den Flöten und am Ende den Glitch kann man es durchspielen. Und der Rekord ist schon über 9 Monate alt. Ihr seht hier eingeblendet, wie es funktioniert. Ich finde es einfach richtig genial, weil Super Mario Bros. 3 einfach auch ein Spiel meiner Kindheit war und ich finde es einfach richtig krass, wie vollgepackt mit Geheimnissen das ist. Alleine diese Flöten, Leute. Als Kind hatte ich keine Ahnung, dass die überhaupt existieren. Was Mario Speedruns angeht, Leute, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, Platz 1 ist bei mir einfach Super Mario Odyssey. Ich habe es selber gerannt. Es macht einfach extrem Spaß, auch anzugucken. Mit insgesamt 119 aktiven Spielern hier auf speedrun.com. Auch ziemlich weit vorne. Es gibt viele Kategorien inzwischen, aber der Any Person 1
einfach durchspielen, irgendwie so schnell es geht. Run ist der beste, meiner Meinung nach, weil es dort mit allen Möglichkeiten einfach darum geht, das Spiel durchzuspielen, die Credits hervorzurufen. Und da, Leute, wurde vor einem Tag erst der Rekord gebrochen von einem Belgier. Und zwar sind die fast schon unter einer Stunde. Es ist wirklich jetzt schon in einer Stunde, einer Minute und 57 Sekunden möglich, das Spiel durchzuspielen. Und hier werden fast täglich, wöchentlich die Rekorde noch gebrochen. Und ihr seht hier einfach eingeblendet, wie krass und wie geil das ist. Es ist hier noch ein bisschen was zu holen. Das Spiel ist ja noch nicht mal ein Jahr draußen. Deswegen, es werden immer noch neue Glitches gefunden, neue Strategien, das Spiel irgendwie durchzuspielen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Speedrun ist. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.